zusammen. Da steht Anzeige. Bevor ich loslege, habe ich eine kurze Frage und Bitte und ja, bitte kurz um eure Aufmerksamkeit. Und zwar, ich habe hier den Manuel, das ist mein Kumpel. Er ist Web- und Mobile-Entwickler und sucht gerade eine neue Herausforderung. Er hat über 5 Jahre Berufserfahrung, aber wie man so Entwickler kennt, die stehen nicht so oft auf Events rum, sondern eher hinter ihrem Bildschirm. Deswegen die Frage in die Runde, gibt es jemanden, der gerade Hilfe in Web- und Mobile-Entwicklung braucht oder ein Unternehmen kennt, der etwas braucht in dem Bereich? Okay, es werden mehrere. Gut, schaut schon mal sehr gut aus. Wir sprechen später drüber, aber den stelle ich jetzt mal kurz zur Seite. Vielleicht muss ich euch zwischendurch leicht enttäuschen, denn Manuel hat, wie es hier auf seinem Screenshot von seinem LinkedIn-Profil steht, schon über 40 Anfragen gerade, die er nicht beantwortet, von Recruitern, von Firmen. Und ja, aber nichtsdestotrotz, ich werde euch in den nächsten 10 Minuten zeigen, wie ihr Talente wie Manuel auf dem Arbeitsmarkt erreicht und vor allem Talente im IT-Bereich. Aber erstmal zu mir. Ich bin Alexandru Nita, wie ich schon eingeführt wurde, von Sprudel Live. Und was machen wir bei Sprudel Live? Wir machen digitale Recruiting-Events im IT-Bereich. Wie kamen wir auf die Idee nach der langen Reise im Inkubator? Ja, erstmal haben wir in einen komplett anderen Bereich gestartet, Events, und sind schließlich, rein über Zufall, werde ich später nochmal darauf eingehen, auf diese zwei Zielgruppen gekommen. Und wir haben angefangen, aus Neugier uns einerseits mit Firmen auszutauschen, andererseits mit IT-Talenten. IT-Talente, sie haben uns lustigerweise gesagt, dass die Bewerbungsprozesse in Firmen sehr scheuen, total hassen. Sie hassen Recruiter, sie hassen die Jobsuche, sie hassen die Bewerbungen. Auf der anderen Seite suchen Firmen händeringend nach diesen IT-Talenten. Was machen die IT-Talente, wenn sie diese Prozesse hassen? Sie pflegen ganz persönliche Beziehungen zu einem Headhunter oder Recruiter, der ihnen Jobs besorgt und der sie an Firmen vermittelt. Allerdings, wie man hier schon sehen kann, sind diese Headhunter ziemlich teuer für die Firmen. Und ja, sie nehmen zwischen 20% und 35% Provision auf eine erfolgreiche Vermittlung. Was sagen die Firmen dazu? Nun, sie sagen, dass das ein Riesenbatzen Geld ist. Durch 3 Vermittlungen können sie schon eine zusätzliche Position im HR-Team besorgen. Und zudem sind sehr kulturgetriebene Firmen ziemlich abgeneigt, mit Headhuntern zusammenzuarbeiten, weil sie ihre Unternehmenskultur nach außen anscheinend nicht richtig vertreten können. Deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir über ein digitales Format diese zwei Parteien zusammenbringen. Und deswegen haben wir eine digitale Eventreihe ins Leben gerufen, das heißt sie heißt die Tech Playgrounds, wo wir Firmen mit den Talenten über ein Smartphone, über ein digitales Format zusammenbringen. Wieso digital? Nun, digital, weil digital ortsunabhängig ist. Ne? Wenn man Talente sucht, dann sucht man nicht nur in München, sondern in einem erweiterten regionalen Kreis. Und digital ist natürlich auch sehr ressourceneffizient, weil uns viele Firmen sagen, dass sie in ihrem Personalmarketing-Stabbereich gar nicht mal genügend Ressourcen haben, um eigene Sachen zu initiieren. Und diese digitale Eventreihe ist ein Mix aus Live und On-Demand. Wieso auch live? Nun, weil wir, wie gesagt, über das Smartphone Live-Gespräche, Interaktionen zwischen IT-Talenten und Firmen oder den Menschen aus den Firmen ermöglichen wollen. Und da haben wir Q&A-Session, 1-zu-1-Videogespräche, die dann laufen. Was machen wir genau? Wie läuft das ab? Also, wir erstellen erstmal Content, wir gehen zu Firmen rein, wir machen Live-Office-Tours, um die Unternehmenskultur zu zeigen, die Kollegen zu zeigen, mit denen die IT-Talente später zusammenarbeiten werden, die Office-Spaces, all das ist für die Leute wichtig und das erfahren sie von ihren Headhuntern eben nicht. Wir nehmen diese Sachen, diese Office-Tours auf und wir strahlen sie dann später on-demand und auch live aus. Natürlich müssen wir die Zielgruppe erreichen. Dazu haben wir ein Set an Maßnahmen, wie wir speziell IT-Fachkräfte erreichen und wir boarden sie dann auf unsere Plattform Sprudel Live on. ja, dann folgt die Online-Event-Woche, wo wir, Video fehlt,
Wie sieht es auch aus? Ups. Es ist kein Crash. Auf jeden Fall, das Online-Event, ja, sollte hier angezeigt werden. Video spielt nicht, haben kein Problem. Es ist ein Mix aus Office-Tour, interaktive Formate und schließlich wollen wir diese Interaktion erstellen, sodass Leute aus dem Unternehmen sich live austauschen mit den IT-Talenten und dass wir damit die Hemmungen, die Barrieren für eine Bewerbung abschaffen. Unser Ziel ist natürlich am Ende des Tages ein Match herzustellen, sodass sich die Talente für die Jobs bewerben. Wie verdienen wir damit Geld? Nun, einerseits über die Content-Erstellung heute, wir machen selber die Office-Tours und wir gehen ein sehr transparentes Preismodell an, was uns Firmen sehr nahegelegt haben, weil sie oftmals Investments im Bereich Employer Branding so gar nicht so richtig einschätzen können. Wir chargen tatsächlich per Interaction, also die Interaktion zwischen IT-Talente und Unternehmen, den Mitarbeitern stattfinden. Und wir wollen natürlich später auch tiefer gehen, sodass wir auch etwas von der Vermittlungsprovision, die heute Headhunter kassieren, auch einnehmen. Online-Events bieten auch eine super Möglichkeit, um zielgruppenrelevante Sponsorings zu platzieren. Und darüber wollen wir Geld verdienen. Ja, und nun zu meinen Learnings, die ich gerne mit euch teilen möchte, aus den 6 Monaten Inkubation. Ja, ich fange mit meinem eigentlich größten Problem von Anfang an, und zwar das Team. Ich bin alleine gestartet, weil mein damaliger Partner schon vor der Finalrunde in der Bewerbungsphase sich zurückgezogen hat. Und erstmal viel Glück gehabt, dass Stefan und Lina mich supportet haben als Intrapreneur mit den Medientagen. Und so hatte ich quasi kein Team, aber ich hatte das Medientage-Team, das Media Lab-Team, die Coaches, die anderen Fellows aus dem Programm als Leute, die mir kontinuierlich Feedback gegeben haben, die mich unterstützt haben, mit denen ich mich austauschen konnte. Und ich denke, im Corporate-Bereich oder in dem Mix, in der Zusammenarbeit von externen Gründern und Unternehmen hat man da ein paar Vorteile. Und zwar, wenn man mit einem eingespielten Team aus dem Unternehmen startet, das sind schon Leute, die auch gemeinsam auf dem Prüfstand standen. Also es ist unwahrscheinlicher, dass das Team sehr schnell auseinandergeht. Dann hat man ein Netzwerk und man kann die Teams erweitern, wie wir vom Stibo Accelerator gesehen haben, über externe Netzwerke, über Studenten, um diese Teams vollwertig zu machen. Und was ich ganz auch persönlich wichtig finde und was ich in meiner Zeit bei Fraunhofer im Corporate Entrepreneurship Bereich gelernt habe, ist, dass vor allem Spin-Offs eine eigene Teamkultur behalten sollten, dass sich die Unternehmen nicht wirklich stark da reinmischen, sondern dass die Teams eigene Kulturen aufbauen und dass diese Kultur quasi das Team am Ende des Tages zusammenschweißt. Ja, weiter geht's mit meiner Idee. Das ist auch ein langer Prozess gewesen, weil meine Idee am Anfang sehr vage war. Damals hieß alles noch Eventspace und Eventspace war eine Vision von mir, viel eher. Ich wollte mit einer Alternative zu Offline-Events, also mit einem digitalen Format, die Eventbranche disrupten. Ich wollte, dass sich Netzwerke und Informationen, die wir heute im Event-Kontext finden, auf Konferenzen, ich wollte sie einem globalen Publikum erreichbar machen, ortsunabhängig, unabhängig davon, ob jemand zu einer Konferenz nach San Francisco reisen kann oder nicht, rein finanziell auch. Aber wie es immer so ist, wenn man in ein Programm wie dieses reingeht, dann muss man ziemlich schnell Probleme finden, die man hier und jetzt lösen kann und mit denen man hier und jetzt quasi Geld verdienen kann. Und ja, nachdem ich laute Prototypen getestet habe und gemerkt habe, ich bin ziemlich weit, da in der Eventbranche etwas zu ändern, bin ich über etwas geraten. Und zwar, als ich das Networking getestet habe, bin ich im Rahmen von Events sehr oft auf Headhunter gestoßen. Und diese Headhunter haben auf diesen Events nämlich ihre potenziellen Kandidaten gesucht. Ich habe tiefer in diesem Thema gegraben und sehr neugierig mich mit Leuten auseinandergesetzt aus dem Bereich und ja, so sind wir schließlich zu Tech Playgrounds gekommen, der Eventreihe für IT-Fachkräfte. Und ja, wie kann man aus meinem Prozess quasi auch im Corporate-Bereich etwas lernen? Ja, man hat Probleme aus dem laufenden Geschäft, aus Prozessen
Man sollte dann ziemlich schnell raus aus den eigenen vier Wänden, um diese Probleme zu validieren. Man hat natürlich Tools und Coaches zur Beschleunigung dieser Prozesse. Ja, wer sind wir heute? Wir sind Sandra, Verena und ich. Wir sind ein Dreierteam mittlerweile und wir starten jetzt mit der Kundenakquise. Wir suchen Unternehmen, die, bei denen wir quasi Office-Touren machen können, und wir planen die erste Eventwoche im Oktober. Und ja, kommt gerne bei uns vorbei. Wir haben eine kleine Challenge. Die ersten, die ihre Personalmarketing, HR-Teams zu uns schicken, bekommen eine Office-Tour gratis, vollkommen kostenlos gedreht und von uns produziert. Genau. Vielen Dank. Woo!